So, hallo und wieder ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Marcel Herzog, ich bin Autoflirt und Kommunikationscoach und heute soll es um das Thema Kritikfähigkeit gehen. Ich habe eine Nachricht bekommen von dem Dr. Morell, der mir gesagt hat, er hat immer wieder das Problem, wenn er in Clubs, Bars, Diskotheken und so weiter unterwegs ist. Ja, und er bekommt halt 2 Körbe, 3 Körbe und man ist eigentlich mega motiviert und man hat dann aber irgendwie das Problem, dass man irgendwie immer wieder auf Widerstand stoßt, dass vielleicht die Mädels einen ablehnen, dass man irgendwie gefrustet ist, weil irgendwie die Typen einen anstressen oder sonst irgendwas. Ja, dann ist natürlich die Stimmung sofort kaputt und man ist frustriert und man kriegt nichts mehr auf die Kette. Ja. Und die meisten, die aktiv mal rausgegangen sind und sich vorgenommen haben, Mensch, ich möchte jetzt einfach mal ein paar Mädels kennenlernen, ich möchte ein paar Mädels ansprechen, ich möchte einfach mit meiner guten Stimmung da rausgehen und das auch auf die anderen übertragen und man hat dann einfach so ein bisschen Widerstand bekommen, ja, dann ist natürlich die Stimmung super schnell kaputt. Ja, jeder kennt das, man haut sich ein paar Bier rein und man ist gefrustet, geht nach Hause und ärgert sich wahnsinnig über sich selber. Und ja, wenn das öfter der Fall ist, dann frustriert es einen ungemein und man fällt echt in so ein Loch rein, wo eigentlich wenig Leute Bock drauf haben. Wenn es euch auch so geht, dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Es lässt sich auch übertragen, zum Beispiel auf das Business, wenn man irgendwie einen Vortrag hat oder irgendwie bei der Schule ein Referat hält oder sonst irgendwas. Und man bekommt einfach Kritik oder irgendwie was einen halt trifft, ja, dann ist man relativ schnell gefrustet und ich möchte, dass euch das jetzt nicht so geht. Deswegen habe ich jetzt für euch dieses Video gedreht, bleibt deswegen auf jeden Fall bis zum Ende dran. Wie gesagt, dem guten Dr. Morell geht so. Ich weiß, dass es euch da draußen auch vielen so geht. Mir ging es früher auch so, deswegen ist es auf jeden Fall ein relevantes Thema. Und ich möchte einfach mal damit mit so einem kleinen Vergleich anfangen, den ich ganz gut finde. Wenn jetzt jemand kommen würde, ja, einfach so ein Typ, wir nehmen jetzt einfach mal die Situation in einem Club und ihr quatscht irgendwie ein Mädel an. Und jetzt kommt irgendwie das Mädel oder ein Typ und sagt, hey, du bist ein roter Alien oder ein rosa Alien mit einem total hässlichen Raumschiff. Ja, dann würdet ihr lachen und dann würde euch das komplett am Arsch vorbeigehen. Aber wenn jetzt das Mädel kommt und sagt, hey, du bist ein hässlicher Spast, ja, oder du bist ein kleiner, ein scheiß Zwerg. Keine Ahnung, irgend sowas, was einen halt auch irgendwo triggert. Weil man vielleicht das Gefühl hat, es steckt da so ein kleines bisschen Wahrheit da dahinter. Dann nehmen wir das sehr schnell persönlich und dann wird die Kritik auch oft ekelhaft. Weil dann schlägt sich das auf unseren Zustand nieder. Und dann sind wir frustriert und dann bekommen wir meistens nichts mehr hin. Ja? Das heißt, Kritik wird eigentlich nur dann gefährlich für dich, wenn du von vornherein schon ein Thema mit dieser Kritik hattest und die Kritik, du quasi die Entscheidung triffst für dich, du lässt diese andere Person, die du jetzt nur ein paar Minuten kennst, bei einem Vortrag, wenn du es vor der Klasse oder bei der Arbeit hältst, kennst du die Person natürlich schon etwas länger, aber natürlich sind das auch jetzt meistens nicht so die mega dicken Personen, sondern bei einem Kumpel wischt man sowas auch immer weg. Ja? Aber wenn das so Leute sind, die man vielleicht ganz kurz nur kennt oder nur so sporadisch kennt und die triggern ein Thema, mit dem du sowieso schon ein Thema hattest, ja? Also zum Beispiel Sprachfehler, abgefatzter kleiner Typ, Zwerg, du Spargel, Tarzan, du Lauch, ja, dann triggert uns das. Ja, das ist eine wichtige Erkenntnis, schon mal vorab. Und was man zuerst machen sollte in so einer Situation, ja, das Schlimmste, was du im Prinzip in dieser Situation tun könntest, das ist halt, es sofort an dich ranzulassen und sofort darüber nachzudenken, was eigentlich jetzt passiert. Ja, dann fallen wir sehr häufig in so eine Art Schockstarre und dann geht gar nichts mehr. Ja, das heißt, das Erste, was du tun kannst, und das ist halt sowieso irgendwie so mein Stil, ja, muss nicht jeder gut finden. Aber ich finde es immer sehr gut, wenn man einfach erstmal ein bisschen lächelt, ja. Ich weiß, das fällt manche auch ganz, ganz schwierig, weil man ist erstmal oft geschockt, wenn man irgendwie so ganz harte, knallharte Kritik bekommt. Aber wenn man einfach das Ganze dann erstmal mit so einem gewissen Lächeln überspielt, erstmal lächelt, erstmal durchatmet und dann einfach sagt, oh, okay, interessante Kritik, ja. Ohne mega dagegen zu gehen, weil der andere erwartet oft, dass du jetzt kommst mit so einem richtig harten Konter. Oder, was ich auch immer sehr gut finde als Universalverteidigung,
ist so, okay, mich wundert es, dass gerade du das jetzt sowas bringst. So. Ja, also das finde ich auch immer ganz gut. Dazu das Lächeln. Das ist erstmal gesichtswahrend und damit kommt man zuerst mal aus dem ersten Schock raus. Also das empfehle ich auf alle Fälle mal als allererstes. Und das Zweite, da möchte ich gleich so mit so einem kleinen Exkurs beginnen. Das ist im Prinzip, richte den Fokus erstmal auf ihn. Wenn du jetzt anfängst darüber nachzudenken, oh, habe ich mich jetzt wirklich so verhalten? Oh, bin ich echt jetzt so dieser Typ so? Ja, dann landest du in so einem Gedankenloop, wo du immer wieder drüber nachdenken musst und wo es dir dann auch wirklich sehr heftig an die Nieren geht. Also das heißt, richte den Fokus von dir auf ihn. Das ist ganz, ganz wichtig und da kann ich dir auch ein kleines Beispiel machen. Das habe ich auch von einem anderen YouTube-Video, wo ich aber jetzt nicht mehr so ganz genau weiß, wo das herkam. Aber das fand ich sehr, sehr gut, weil ich da auch immer wieder mich selber auch reflektiert habe diesbezüglich. Stell dir vor, so du gehst einfach, eine hübsche Frau geht einfach an einem Café vorbei, ja, und du guckst dir die Szenerie an, ja, und da sitzen jetzt in dem Café irgendwie so zwei Mädels oder drei Mädels. Und die gucken diese hübsche Frau an. Die erste so, mega die Dicke, ja, so die isst gerade so ein Stück Sahnetorte so und sieht diese unheimlich hübsche Frau und denkt sich, boah, so will ich auch aussehen, ja, und schiebt die Sahnetorte beiseite, springt auf so und rennt ins nächste Fitnessstudio. So die nächste Frau, so die isst ein Stück Sahnetorte, auch mega die Dicke, Wuchtbrumme, sieht diese hübsche Frau und denkt sich nur so, oh, so will ich auch aussehen, ja, und bestellt sich gleich nochmal zwei Stück Sahnetorte und ach, ich werde das eh nie schaffen und schaufelt so weiter, ja, und so. Und die dritte Frau so, ja, die guckt dich so an und denkt sich so, oh, ja, hübsches Mädel und so und trinkt einfach weiter so an ihrem Kaffee, ja. Und es zeigt halt oftmals, dass eigentlich so diese Frau, die hübsche Frau, die jetzt da an den im Café vorbeiläuft, dass eigentlich sie gar nicht so das Problem ist, sondern die Gedanken entstehen eigentlich in den Köpfen der drei Frauen, die im Café sitzen. Ja? Das heißt, die Frau zeigt den anderen Mädels eigentlich nur einen gewissen Spiegel, hält einen gewissen Spiegel vor und in den Köpfen der drei Frauen, die da sitzen und die Frau, die vorbeiläuft, halt gerade beobachten, passiert halt ganz, ganz viel. Das zeigt eigentlich auch, um jetzt wieder zurückzukommen auf das Beispiel mit dem Club, wo ihr jetzt gerade abgelehnt werdet von einer Frau oder euch ein Typ irgendwie anstresst, dass ihr gerade in dieser Situation dem Typ oder dem Mädel irgendwie einen Spiegel vorgehalten habt, die sie dazu triggern, so krass unfreundlich oder so auf euch zu reagieren, wie sie das eben tun. Und das verrät ganz, ganz viel über die Persönlichkeit dieser Menschen. Das heißt, das ist jetzt wieder der Punkt 2. Denkt mal drüber nach, warum reagieren diese Personen jetzt so, wie sie eigentlich reagieren? Und lenkt mal den Fokus weg von dir. Im Gegensatz dazu könnt ihr dieses kleine Exkursbeispiel auch dafür verwenden, euch selber zu reflektieren. Es gibt Dinge im Leben, die triggern euch ganz, ganz krass. Ja? Und manchmal merkt man das. Boah, ich reg mich über irgendwas mega auf. Ja, warum ist das jetzt genau so? Warum tun die das, solche Wichser, ja? Und ich probiere dann auch immer so zu reflektieren, warum ärgert mich das eigentlich so? Ist das vielleicht wirklich ein Problem, das ich mit mir selber eigentlich habe, wo ich jetzt aber auf den anderen projiziere? Ich kenne ja oftmals die Szene nicht oder ich kenne ja den anderen meistens gar nicht so gut, aber es triggert mich irgendwas und da hat man die Möglichkeit, sich unheimlich gut selber zu reflektieren. Also denkt auf jeden Fall mal darüber nach. Das war der Punkt 2, Fokus auf den anderen lenken. Und Punkt Nummer 3, was ich auch sehr, sehr gut finde, bevor ich wirklich über Kritik ernsthaft nachdenke, baue ich auf jeden Fall, wenn ich jetzt gerade weg bin, mit Freunden irgendwie feier oder auf der Arbeit oder sonstiges, ich baue auf jeden Fall immer eine Sperrfrist ein für drüber nachdenken. Ja. Kann ich euch auch empfehlen, da kommt ihr einfach aus der Emotion raus. Das ist aber, wenn man irgendwie E-Mails schreibt bei der Arbeit oder sowas, ganz, ganz wichtig. Es triggert einen irgendwas. Geh raus aus der Situation, geh raus aus der Emotion, geh raus oder lass einfach eine gewisse Zeit verstreichen. Im Volksmund sagt man ja auch oft so, schlaf mal eine Nacht drüber. Ja, und das ist eine sehr, sehr gute
Einstellung und ein sehr, sehr guter Punkt. Ich weiß, man muss aus der Situation, man muss aus der Emotion raus. Es ist manchmal nicht so wahnsinnig leicht, aber es bringt auf jeden Fall unheimlich viel, um einfach nochmal eine neue Perspektive auf das Ganze zu bringen. In diesem Sinne, wenn dir der Kanal gefällt, teilen, liken, abonnieren und dann wirst du ganz sicher auch ganz schnell sehr erfolgreich bei den besten Frauen. Aber nur, wenn du das Glöckchen anmachst. Wenn das Glöckchen nicht an ist, dann passiert genau das Gegenteil. Und dann meine drei Tipps, wie du jetzt so mit so einer Kritik ernsthaft umgehen kannst. Ja? Also erstmal musst du dir überlegen, ist diese Kritik wirklich etwas, was auch wirklich zu dich trifft und was du wirklich verändern kannst. Ja? Zum Beispiel, wenn einer sagt, hey, du bist ein kleiner Scheißer, hör auf mich anzubaggern. Ja? So, oder du bist, was weiß ich, hässlich oder sowas, ja. So, du kannst nichts an deinem Aussehen tun. Natürlich gibt es vielleicht so ein paar Punkte, die man dran ändern kann, ja. Wenn man jetzt sagt, ich lasse mir die Haare ordentlich schneiden, ich ziehe irgendwie ordentlich Klamotten an oder sowas, ja. So, dann kann man vielleicht sagen, okay, Hässlichkeit könnte man jetzt teilen und sagen, ein Teil, da kann ich was dafür, ein Teil kann ich vielleicht nicht dafür. Klar, wenn es jetzt heißt, oh, du bist ein fetter Sack oder sowas, ja. Und ich sage jetzt mal, wenn du jetzt einen anständigen BMI hast, ja, ich kenne mich da jetzt nicht so wahnsinnig gut damit aus, oder du bist halt einfach ein bisschen korpulent, hast halt die Veranlagung dazu, hey, dann ist das völlig okay. Ja, nicht jeder da draußen muss aussehen wie ein fucking Adonis. Aber wenn du genau weißt, okay, ich habe damit wirklich ein Problem, ja, so ich wiege irgendwie 150 Kilo und ich weiß halt so ganz genau, dass ich mich einfach schlecht ernähre und keinen Sport mache, so, dann ist diese Kritik bis zu einem gewissen Teil gerechtfertigt und dann sollte man das vielleicht auch annehmen und vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob es nicht doch Möglichkeiten und Wege gibt, da was dran zu ändern. Vorausgesetzt, du hast jetzt bei Adipositas keine Krankheit oder sowas, brauchen wir nicht drüber reden, ja, das schließe ich jetzt mal aus an der Stelle. Aber wenn du echt dich ungesund ernährst, einfach keinen Sport machst, das nicht krankheitsbedingt ist und einfach zu viel frisch, ja, dann solltest du was ändern. Genauso ist es eben auch, wenn du bestimmte Dinge nicht ändern kannst, ja, dann ist diese Kritik sinnlos und dann bringt es einfach nichts. Ja, wenn du einfach nur, keine Ahnung, eine gewisse Körpergröße halt hast, ja, wenn du einfach keine Haare mehr hast, wenn du einfach keinen Bartwuchs hast oder sonstiges, ja, dann ist es halt einfach so. Dann musst du damit halt zurechtkommen und dann ist es okay und dann macht es auch keinen Sinn, sich irgendwie 3 Jahre lang darüber Gedanken zu machen, ja. Oftmals neigen wir dazu, wenn wir irgendwie eine schlechte Erfahrung machen, dann alles da drauf zu schieben, ja, und zu sagen, ja, das liegt sicher an dem. Und das ist aber Quatsch, ja. Oftmals liegt es halt auch daran, wie souverän wir mit dem Ganzen umgehen. Und dann musst du das einfach wegschieben und sagen, okay, das bin ich halt, so ist es halt. Ja, trotzdem habe ich noch genügend Möglichkeiten, wenn ich an mir selber arbeite, da draußen ein erfolgreiches, cooles Leben zu führen. Ja. Das ist dann auch in der Situation wichtig. Und wenn ihr das Gefühl habt, okay, ihr könnt es überhaupt nicht mehr richtig trennen, ja, ist es jetzt wirklich was, wo ich was dafür kann, ja, wo ich vielleicht echt über die Stränge geschlagen bin, wo vielleicht die Kritik angebracht war, weil ich vielleicht ein bisschen unverschämt war oder weil ich vielleicht ein bisschen einfach doof war, ja, in der Situation gegenüber dem Mädel, ja, dann ist vielleicht tatsächlich auch eine Entschuldigung oder sowas angebracht, ja. Da müssen wir ja auch dazu stehen, wenn wir Scheiße gebaut haben. Sollte das aber nicht der Fall sein und es wird irgendwas kritisiert, was eben nicht so klar ist, dann macht es manchmal auch Sinn, einfach einen guten Freund dazu zu nehmen, der möglichst unparteiisch ist, mit dem ihr einfach mal die Situation ganz entspannt besprechen könnt und der euch dann aber auch ein angemessenes, gutes Feedback bringt. Das muss manchmal auch nicht mal unbedingt ein Freund sein, sondern es kann manchmal auch einfach eine andere Person sein, wo ihr das Gefühl habt, die ist sehr, sehr diplomatisch und kann Kritik gut geben. Ja, in so einem Fall empfehle ich euch das auf jeden Fall. Ansonsten, wenn ihr es nicht könnt, nichts an der Situation ändern, die Kritik ungerechtfertigt ist, dann blendet sie einfach aus und weitermachen. Wenn ihr das Gefühl habt, okay, ihr könnt wirklich was verändern und es würde euch was bringen und ihr solltet das auch tun, ihr steht dahinter, ja, es macht wirklich Sinn, auch wenn es weh tut, die Kritik ernst zu nehmen, dann ändert was. Und wenn ihr das nicht richtig trennen könnt, die 2 Punkte, dann sucht euch einen unparteiischen Dritten, der euch hilft dabei, diese 2 Punkte auseinander zu hattern, ja, und dann dementsprechend dann auch dran zu arbeiten. In diesem Sinne
Für alle, die es noch nicht wussten, ich biete kostenlose Erstgespräche an. Das heißt, einfach unten auf den Link klicken, Formular ausfüllen und ihr könnt euch ganz entspannt mal mit einem von meinen Kollegen oder mir über eure individuelle Situation unterhalten. Ansonsten, ich wiederhole es nochmal, teilen, liken, abonnieren, dann wird es auf jeden Fall mit den Mädels ganz sicher. Glöckchen nicht vergessen. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dann, euer Marcel.